Hallo ihr Lieben, heute geht es um meine 27. Schwangerschaftswoche. Die ging vom 7.5. bis zum 13.5. Und da ist wieder so ein bisschen was passiert. Nicht ganz so viel diesmal, aber trotzdem so, dass man auf jeden Fall darüber was berichten kann. Fangen wir mal an. Also am ersten Tag dieser Woche hatte ich einen Frauenarztbesuch. Und vorher hieß es ja, dass unsere Kleine wahrscheinlich so ein bisschen zu leicht ist für den Zeitpunkt, wo wir einfach gerade sind. Aber das hat sich dann zum Glück nicht mehr bestätigt. Also sie hat da vor nun circa anderthalb Wochen hat sie ich glaube fast 1000 Gramm schon gewogen. Und das war wohl super. Also sie ist da totale Mittelmaß. Genauso wie von den anderen gemessenen Werten her ist sie halt voll im Mittelmaß, was uns natürlich total erfreut hat. Bei Diabetikern ist es ja immer so, dass man schauen sollte, dass die Babys nicht zu dick oder beziehungsweise, was heißt dick, nein, nicht zu schwer sind halt nicht zu groß, also einfach nicht zu schwer werden. Aber das ist eben überhaupt nicht der Fall, weil mein Diabetes ja auch super eingestellt ist. Deswegen, juhu, das war schon mal ein ganz toller Termin. Dann ging es weiter, dann war eigentlich, also da habe ich mich auch noch ganz gut gefühlt. Gewichtsmäßig, ja, ist natürlich mega heftig. Also jetzt bin ich bei genau 30 Kilo plus und ich muss sagen, ich habe langsam keinen Bock mehr, auf gut Deutsch gesagt. Also mir passt gar nichts mehr. Es ist einfach nur ätzend. Das drückt alles auf die Gefäße, das drückt auf die Gelenke, das Wasser, das drückt auf alles, was man sich so vorstellen kann. Dann war ja Muttertag, was ja eigentlich ein ganz schöner Anlass ist. Da war dann die Mami von meinem Freund bei uns und wir haben für sie eine Torte gebacken. Die blende ich euch jetzt gleich mal ein. Ja, und zwar ist es eine Erdbeersahne-Kokostorte gewesen mit Raffaelos und die war total lecker. Das war unsere beide erste Torte, deswegen war das so ein bisschen was Besonderes. Wir haben das noch nie vorher gemacht, überhaupt eine Torte gebacken. Ja, hat auch ziemlich Spaß gemacht und es hat so, boah, fast 4 Stunden gedauert. Ja, und da fing das eigentlich an mit meinen richtig heftigen Problemen. Und zwar war das dann so, dass wir halt gebacken haben und ich stand natürlich viel rum. Habe mich zwischendurch mal hingesetzt, aber eben nicht hingelegt. Und habe dann so nach dem Backen mal runtergeschaut auf meine Beine und Füße. Und was habe ich da gesehen? Ich hatte praktisch keinen Übergang mehr zwischen der Wade, also die ist ja eigentlich so, und dann ist hier unten der Knöchel. Und bei mir sah das Ganze so aus. Und zwar richtig, richtig dick, also richtig vollgelaufen mit Wasser. Und die Füße sind blau angelaufen gewesen, komplett beide. Und waren auch richtig dick. Also ich wäre in nichts mehr reingekommen und nicht mal mehr in meine normalen Socken so richtig reingekommen. Ja, das war total der Schock für mich. Da hatte ich richtig Panik bekommen auf einmal. Und ich weiß auch nicht, also das war so eine... Da dachte ich mir so, nee, oder? Also vorher hatte ich das zwar so, man nennt das ein generalisiertes Ödem, also überall am Körper. Und dann auf einmal einfach so krass gewesen in den Beinen und in den Füßen. Und ich habe halt, wie gesagt, total Angst bekommen. Und dann hat mein Freund mich da erstmal gelympht. Also der hat von meiner Physiotherapeutin hat er so ein bisschen gelernt, wie man Lymphdrainage macht. Natürlich nicht professionell, so richtig professionell, aber er macht es so, dass es mir definitiv hilft. Also ich kann danach immer schön ja auf Toilette gehen und das halt, das ganze Wasser kommt dann einfach ein bisschen raus. Nicht das Ganze, aber ein bisschen. Und dann hat er das halt schön gemacht bei mir und dann sind die auch wieder so ein bisschen dünner geworden. Aber naja, seitdem auf jeden Fall, also keine Ahnung, seit einigen Tagen jetzt schon, ist es natürlich auch wärmer geworden, aber da habe ich einfach diese heftigen Probleme mit diesen Elefantenbeinen und Elefantenfüßen, also so nennt man das auf gut Deutsch gesagt. Keine Ahnung, ich nenne es einfach so, das ist wirklich ekelhaft, also ich meine nicht nur, dass man sonst sich auch nicht mehr richtig als Frau fühlt oder überhaupt annähernd attraktiv fühlt, das ist leider wirklich so. Keine Ahnung, also das nimmt einen richtig mit, das macht mir richtig zu schaffen. Insgesamt diese ganzen 30 Kilo und ich weiß nicht, vielleicht, naja, sagen wir mal, mindestens würde ich sagen 20 Liter sind davon Wasser, das sieht man auch einfach, das ist echt eklig.
und zu meinen Routinen, was wir so dafür tun, möchte ich dann gerne nochmal ein extra Video drehen, weil das einfach dann sonst jetzt den Rahmen sprengen würde. Ja, das ist auf jeden Fall passiert und auch nicht mehr besser geworden seitdem. Voll krass finde ich das, aber okay. Ich versuche alles, dass die Kleine möglichst lange in meinem Bauch bleiben kann. Und im Moment gehen wir dazu über, dass wir sie eventuell bei 37 plus irgendwas, je nachdem wie es halt läuft, eventuell dann holen werden bzw. einleiten werden. Aber das entscheiden wir dann auch relativ spät erst, weil es einfach darauf ankommt, auch wie es bei mir weitergeht. Also ihr geht's wunderbar. Das ist natürlich erstmal die Hauptsache, aber der Mama muss es irgendwo ja auch so weit gehen, dass sie noch, ja, ich sag mal, irgendwie ein bisschen lebensfähig ist, was im Moment schon echt heftig ist. Ja, jetzt gehe ich halt dazu über, dass ich fast nur liege mit den Beinen hoch. Da muss ich mich auch nochmal erkundigen beim nächsten Frauenarzttermin, den habe ich jetzt in 4 Tagen. Wie das dann aussieht überhaupt mit Thrombosespritzen, weil wenn man fast nur liegt, glaube ich, sollte man schon welche nehmen. Da habe ich jetzt kein Problem mit, weil ich sowieso ja Diabetikerin bin und viel mit Nadel zu tun habe. Aber ich denke, da sollte man sich dann doch nochmal erkundigen, weil das muss ja nicht auch noch sein einfach. Also ja, genau. Und ansonsten ist eigentlich gar nicht mehr so viel passiert. Was ich euch noch erzählen wollte, ist, dass wir endlich bei der Vaterschaftsanerkennung waren. Das ist schon eine Weile her, das hatte ich beim letzten Update leider vergessen. Shame on me, I'm sorry. Aber passiert nun mal manchmal. Und ja, das hat alles wunderbar geklappt. Das war zum einen die Vaterschaftsanerkennung und die Sorgerechts-, also das gemeinsame Sorgerecht haben wir da beantragt, was auch schon sofort geklappt hat. Wir brauchten auch nur unsere Personalausweise, was uns ein bisschen verwunderte, denn uns wurde eigentlich gesagt, dass man auch die Geburtsurkunden von uns beiden braucht, wo ich extra ewig danach gesucht habe, beziehungsweise meine Eltern genervt habe, dass die doch mal ganz schnell irgendwie diese blöden Geburtsurkunden besorgen. Aber gut, mein Gott, der brauchten wir dann im Endeffekt nicht und nur die Personalausweise. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht überall so, weil es ist ja wahrscheinlich von Kommune zu Kommune unterschiedlich und oder von Land zu Land, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie da die Regelungen sind. Auf jeden Fall hat das geklappt, wir haben diese ganzen Zettel bekommen und nehmen die dann halt später zur Geburt mit ins Krankenhaus. So, jetzt habe ich auch gar nicht mehr irgendwas zu berichten ansonsten. Ja, ich bedanke mich total fürs Zuschauen. Ach ja, was ich auch natürlich sagen wollte. Ich habe gesehen, ich habe jetzt schon über 40 Abonnenten, voll cool. Ich habe damit gar nicht gerechnet, ich war einfach nur oder wäre total froh gewesen, wenn ich so ein paar Frauen halt oder vielleicht auch die Männer von den Frauen, die damit Probleme haben oder auch Männer, die Diabetiker sind oder andere Autoimmunerkrankungen, also das ist mir jetzt egal, ob Mann oder Frau natürlich, wenn ich halt ein paar Menschen einfach da draußen erreichen kann und vielleicht auch so ein bisschen eben durch die Erfahrungen, die man jetzt halt gemacht hat und durch die Probleme, die man hat, so ein bisschen helfen kann, wenn man einfach offen mal über alles spricht. Ich denke, das ist mehr als wichtig und halt von großer Bedeutung auch einfach für viele, denen es ähnlich geht oder denen es mal vielleicht so gehen könnte. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich sehr, dass ihr dann irgendwie hier dabei seid fleißig und freue mich da total drüber und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet eigentlich, deswegen, ja, voll cool. Dankeschön dafür. Und ich zeige euch jetzt noch meinen Bauch und sage dann schon mal bis zum nächsten Mal und alles Gute für euch. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. So, das ist mein Bauch von vorne, von der 27. Woche. Beziehungsweise jetzt ja schon, okay, jetzt 28. Woche. So, von der Seite. Ich mache mal so, dann sieht man so ein bisschen besser. Genau, von der Seite. Ja, so sieht er jetzt aus, ist wieder fleißig gewachsen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss!